GSA Background. Am 7. und 8. November haben sich rund 125 Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg im Stuttgarter Landtag eingefunden. Weil Politik natürlich auch die Jugend angeht, wir alle bilden gemeinsam den Staat, die Politik. Und jede Entscheidung von uns betrifft auch die Jugendlichen. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass sich die Jugendlichen einmischen. Sagt Landtagspräsidentin Muhtacham Aras stellvertretend für alle Mitwirkenden. Nach dem Empfang und einer kurzen Kennenlernrunde gingen die Teilnehmer in 10 spezifischen Themengruppen zusammen, wo erst spielerisch, am Nachmittag dann konkret die Themen erarbeitet wurden, wie beispielsweise Naturschutz, Mobilität, also öffentlicher Nahverkehr, neue E-Mobilität und Fahrrad. Wir haben uns extrem mit dem Thema Bildung auseinandergesetzt. Trotz natürlicher Meinungsverschiedenheiten war die Stimmung in den Gruppen immer gut und zielgerichtet. Also ich habe das Gefühl, dass man hier gut mit den Leuten diskutieren kann und auch mit den Politikern, die gekommen sind. Ja, dass eben eine angenehme Atmosphäre herrscht, in der man produktiv arbeiten kann. Eine gute Stimmung ist natürlich wichtig, um auch inhaltlich etwas aus den Diskussionen mitzunehmen. Doch neben dem Lerneffekt sieht Organisator Alexander Krickel auch eine enorme Möglichkeit für die Persönlichkeitsbildung. Ich glaube, es braucht Orte, in denen man Selbstwirksamkeit erfahren kann, in denen man merken kann, beim THW als Gruppenleiter, bei den Ministranten, bei den Pfadfindern, ich bin nicht nur jemand, der zur Schule geht und der was macht, sondern ich gestalte selber. Ich kann Verantwortung übernehmen, auch mit 14, 15, 16 Jahren. Dieses Konzept scheint bei den Teilnehmern Wirkung zu zeigen, die am Abend beim Essen noch einmal mit Spitzenpolitikern der Parteien diskutieren konnten. Jetzt gerade kann man mit Herrn Meuthen diskutieren, einer der AfD-Spitzenpolitikern. Und es ist einfach sehr interessant, mal die Meinung von den Politikern selber direkt zu hören und die auf die eigenen Fragen reagieren zu hören und nicht irgendwo im Fernsehen. Valentin Richter spricht hier sicherlich stellvertretend für die gesamte Teilnehmerschaft, die nach einer eher kurzen Nacht am Sonntagmorgen einer Rede des kalifornischen Gouverneurs Jerry Brown beiwohnte, ehe nach einer kurzen Reflexion des Vortages der Jugendlandtag gemütlich ausklang. Doch das Ende des Jugendlandtags bedeutet noch lange nicht das Ende der Kooperation zwischen der Jugend und dem Landtag. In einem Kommuniqué wurde festgehalten, dass alle Teilnehmer bei Diskussionen zu ihren spezifischen Themen eingeladen werden. Auch CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhardt freut sich auf das anhaltende Engagement der Jugend. In der Demokratie ist es wichtig, dass man sich einbringt, dass man sich dem Wettbewerb stellt. Und insoweit finde ich, ist es schon wichtig, gerade in der jungen Generation. Ich selber habe auch als Teenager begonnen, habe es nie bereut und wurde dann sogar Minister in diesem Land. Und wer weiß, wen die Zukunft noch alles für uns bereithält. Vielleicht erleben wir ja eines Tages mal einen Teilnehmer des Jugendlandtags als Ministerpräsident oder irgendwas anderes. In 50 Jahren sind wir da sicher ein Stück schlauer. Wer Bock hat, sich in diesen 50 Jahren oder auch schon in den nächsten 2 politisch zu engagieren, der hat dazu viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen Jugendgemeinderat, Jugendorganisationen oder auch im Hinblick auf die Heimattage 2018 in Waldkirch Regionalkonferenzen. Der nächste Jugendlandtag findet dann voraussichtlich 2019 statt. Wenn ihr zum Thema Jugendbeteiligung mehr wissen wollt, könnt ihr uns gerne kontaktieren auf YouTube unter dem Namen Radio GSA, auf Instagram unter @geschwisterschollantenne oder auf unserer Homepage www.radio-gsa.jimdo.de.